Österreich sitzt uns im Nacken und wir müssen nach Valencia. Und jeder, der die Vergangenheit kennt, der wird wissen, Österreich und Valencia, das endet nicht gut. Servus alle miteinander und herzlich willkommen zurück zu FIFA 2002 in der Super League, die erste offizielle Saison. Die spielen wir mit unserer kleinen Amateurtruppe, ich AG United. Ich weiß immer noch nicht ganz, wie wir die da hineingeschummelt haben, aber das ist auch egal. Ja, und wir stehen vor einer weiteren Herkules-Aufgabe, wie ich schon gesagt habe. Nämlich gegen den spanischen Meister von 2002, Valencia, am 1. Mai. Na, die Zeit ist uns ein bisschen voraus, oder was soll's. Und heute, wenn wir heute ins Tor treffen, schaut mal auf unsere Tordifferenz. Heute könnten wir unser 100. Tor in der Saison erzielen. Wer macht diesen historischen Treffer? Ich bin gespannt, wenn er überhaupt heute fällt, weil einfach wird's nicht. Aber das habe ich auch schon gegen Arsenal gesagt und die ja, sind auf Platz 6, Valencia ist auf Platz 12 und gegen Arsenal haben wir uns ja auch gut geschlagen. Und wir haben wieder alle Spieler an Bord, auch der Kapitän ist wieder mit dabei, also da kann ja jetzt nichts mehr schief gehen. Ihr habt ja die Performance letztes Mal gesehen, also ohne den Kapitän, das war absolut großartig. Und jetzt stellt euch mal vor, wie großartig das Spiel sein wird, wenn der Kapitän mit dabei ist. Wir warten, bis die Mannschaften das Spiel betreten. So, und da kommen sie schon. Da sind die Mannschaften. Ja, Canizares, Ayala, Vicente Baraja, Karev, vor. Wer sich an das Hinspiel erinnert, ja, das war ja ein... Da haben wir zur Halbzeit gleich 4:1 geführt und dann haben sie es fast noch in ein Unentschieden gedreht. Oh boy, oh boy. Und es regnet, merke ich gerade. Es hat vorher noch nach Sonnenschein ausgesehen. Und sie pressen gleich. Ja, die wollen es scheinbar wissen. Na, das war nicht so gut. Oh, das allerdings schon eher. Und das auch. Und... Puskás, der kratzt an unserem 100. Tor. Das Mittelfeld ist mir ein bisschen zu undicht, Leute. Huch, Essayeri dazwischen. Wenn ich sage Kopfball spielen, machst du dann vielleicht auch Kopfball? Dankeschön. Oder sind wir wieder auf FIFA 99 Weltklasse-Level, wo du meine Input einfach ignorierst. Tobi nach vorne. Pff. Foul. Foul. Gut. Ist mir recht. Meter den Anglomada einfach um heute. Ja, aber Standardsituation sollten wir vermeiden, weil da drin steht eine... Beste von einem Stürmer namens John Karev und der wird wahrscheinlich jedes Kopfballduell gewinnen. Ja, wenn ich halt nicht weiß, ob ich den Ball habe oder nicht. Ja, und da kommt schon, und da kommt schon. Pff. Weg. Dankeschön. Capitano holt sich den. Ah, natürlich, der hat genau wieder vorhergesehen, dass der Fuki losläuft und ich dem in den Lauf spiele. Ja, die höhere Schwierigkeitsstufe, ich habe es ja ein paar Mal gesagt, ist manchmal so ein bisschen unfair. Ja, bis auf die Tatsache, dass der... Was der Großmann oder der Puskás davon überhaupt nicht im Abseits gestanden sind. Aber das ist ein anderes Thema. Aber bis jetzt schlagen wir uns noch gut. Jetzt habe ich es wahrscheinlich verschrien. Ich spiele auch mit Libero. Bis jetzt haben wir das noch nicht ausnützen können. Obwohl es da eigentlich einen guten Trick dafür gibt.
Ja, macht so ein Tiki-Taka, ist mir wurscht. Hab nach vorne. Irgendeiner wird ihn schon verwerten. Wäre halt auch schön, wenn jemand den Ball annehmen würde, wenn ich schon einen Pass spiele. Meine Güte, die werden da bevorteilt bis zum geht nicht mehr. Weg, John, weg. Danke. Meine Güte. Also entweder mache ich immer genau das Falsche oder die KI, ja, sabotiert mich schon wieder. Das war ein mutiger Schuss, der allerdings in diesem Projekt auch schon ein, zweimal gegen uns funktioniert hat. Also bin ich froh, dass es das nicht hat dieses Mal. Genau in den Lauf von Großmann. Ah, schade. Ein bisschen präzise auf den Kapitän, der glaube ich noch keinen einzigen Ballkontakt hatte in diesem Spiel. Dann wäre es was geworden. Wäre natürlich eine schöne Ironie, wenn die Nummer 99 das 100. macht. Kauschma. Ah, schade. Gerade jetzt, wo es eine gute Chance hätte werden können. Halbzeit. 0 zu 0. Das ist schon mal was wert. Ich kann nicht garantieren, dass es so bleibt. Also wäre es vielleicht gut, wenn wir mal ein Tor machen würden. Aber das wird sich Valencia natürlich jetzt auch denken. Moment, wer hat bis jetzt gelb gesehen? Ich fragte, wer hat bis jetzt gelb gesehen? Der Fuki, okay. Sag mal, was war das denn jetzt? Nein, also wirklich nicht. Deutet mir an, ich bin im Ballbesitz und dann flutscht der Ball durch. Was soll das? Ich sag's ja, auf höheren Schwierigkeitsstufen wird man von der KI so manipuliert und verarscht einfach nur. Das ist ja wirklich nicht normal. Ja, klebst du mir vielleicht nicht am Arsch wie eine Klette? Geht vielleicht einer mal vorwärts? Meine Güte! So, sind wir mal in der anderen Hälfte zumindestens. Was vielleicht hin? Natürlich nicht. Puskás. Da steht wieder keine Sau, Alter. Ja, und jetzt decken sie uns natürlich bis zum geht nicht mehr, ist ja klar. Fuki. Ein Fuki muss nach vorne. Das ist auch sowas, was ich hasse. Da steht jemand von mir frei und kaum spiele ich den Pass, flitzt da einer mit einer wie eine Rakete dorthin. So auf die Art, nein, das wollte ich die ganze Zeit so. Natürlich, was auch sonst. Das kann doch echt nicht wahr sein.
Ja, steht natürlich wieder einer. Die wissen natürlich immer, auf wen ich spiele. Es ist so dreckig einfach nur. Jetzt stehen natürlich keine so im Mittelfeld. Wollte gerade sagen, geht der vielleicht auch raus? Es ist so unnötig einfach und deswegen ärgert es mich so. Ja, den hat er. 100 Pro. Wir haben so gut mitgespielt die ganze Zeit. Und dann passiert sowas. Ja, natürlich. Der weiß genau, wo der Ball hingeht. Kosch mal im letzten Moment. Es steht wieder keine Sau im Mittelfeld. Was soll das? Ja. Hat es natürlich jetzt gebracht. Ja, der wird natürlich jetzt wieder verfolgt wie sonst was. Alter. Na. Natürlich nicht. Wirklich, ich hasse dieses manipulative Spiel. Und dann läuft der wieder nicht. Alter. Na. Ugh. Keine Chance. Ich hätte heute wirklich null Chance gehabt. Wir haben zwei Stangenschüsse gehabt. Einfach weil das Spiel gesagt hat, nö, ich will nicht, dass du ein Tor machst. Ja, wisst ihr was, macht vielleicht das zweite auch noch. Hätte mich nicht gewundert. So unverdient und unnötig. Na, der Spieler des Tages war sicher nicht der Ile. War sowas von überhaupt nicht. Und davon noch ungefähr 10 Mal noch solche Spiele. Oh, weia. Muss ich wieder 5 Euro ins Phrasenschwein werfen. Zuerst hatten wir kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu. Okay, unser 100. Tor muss also leider noch warten. Und als nächstes spielen wir wieder auswärts, das wundert mich nicht, gegen Boavista. Okay, im Gegensatz zu Valencia freue ich mich jetzt darauf sogar wieder. Wird wahrscheinlich auch nicht sonderlich einfach werden, aber hoffen wir mal das Beste. Aber ja, Leute, ihr habt ja gesehen. Da war heute überhaupt nichts zu holen. Die KI hat einfach wieder beschlossen, nö, du machst kein Tor, du gewinnst heute nicht. Na gut, Leute, bis zum nächsten Mal gegen Boavista. 12 Spiele stehen noch an. Dortmund ist jetzt unser neuer Verfolger zusammen mit Österreich und sind 10 Punkte hinter uns. Passt auf euch auf, bleibt gesund und natürlich... Ciao, ciao.